Hey, hallo und willkommen zum heutigen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt Spaß. Und ich, ja, hatte ich mal an der Weiterverwendung von Lego Senna mit einem neuen Mock. Das ist ein Mock von Nikmodiva, keine Ahnung, wie ihr den Namen auszusprechen wünscht oder diejenige. Aber der hier besteht natürlich aus Legos. Senna kann man bauen, muss man nicht. Ich baue es garantiert nicht. Und Nikmodiva hat hier uns diesen Pickup gezaubert. Und das Schöne daran, Modell ist nicht nur, dass es generisch ist, es geht also auch mal ohne Vorbild. Nein, er ist auch noch frei erhältlich, gratis, für Lau und Funst. Cool. Steinequalität, ist es Lego-Technik? Lego-Technik finde ich super. In dem Fall auch nicht so bunt, wie jetzt zum Beispiel der Jeep. Ne? Aber wir wissen ja alle, wie Lego ist, also was soll's. Zum Mocken ist es sicherlich einfacher übrigens, habe ich gemerkt. Egal. Also, das Teil hier verfügt über eine Hand-of-God-Steuerung. Es verfügt über eine Motorhaube und hier haben wir diesen typischen klassischen Mini-Kolbenmotor. Ne? Genau. Der funktioniert auch sehr gut. Ist auch eingebaut. Die Klappe passt schön genau hier rein. Hat er also schön gemacht. Hier mit diesem Zack. Schön drin. Dann haben wir hier Türen, die sind ziemlich spezieller gebaut. Er hat also wirklich versucht, die Teile zu verwenden. Gefällt mir sehr gut. Wir haben einen einfachen Sitz da drin. Also zwei einfache Sitze. Das Lenkrad ist natürlich nicht verbunden. Das ist einfach nur mit dem Pin da drin. Und ja. Dann hier hinten haben wir die Ladefläche, passt, und sogar eine klappbare Hecktüre, ne? Also ein klappbares Heck, finde ich cool. Von unten seht ihr die Technik, sie ist sehr einfach, aber es geht ja auch, ging ja auch darum, das Modell nur die Teile zu nehmen von dem Senna. Ne? Jo, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber mir gefällt die Front. Die finde ich super. Was ich schade finde, ist, warum man nicht die. Es gibt noch einen schwarzen darum, warum man nicht die zwei schwarzen da unten in den grauen da unten hat. Das wäre jetzt optisch vielleicht noch ein bisschen besser, aber egal. Mir gefällt mir super die Front. Mir gefällt auch das Heck. Ich finde den richtig cool, so ein richtig kleiner Race-Pickup. Gefällt mir wirklich und funktioniert tadellos. Hier stören auch die Soft-Axel nicht, wie jetzt beim Volvo Knight von Kablasch. Also das Ding kann man sagen, damit können sie nachher spielen, die Kinder. Funktioniert gut. Okay. Die Bauanleitung. Also ihr bekommt die Bauanleitung natürlich per PDF auf Brickling. Den Link tue ich natürlich unten rein, ist klar. Und die Bauanleitung ist so. Hier wird mit rosa angezeigt, was neu dazu kommt. Bisschen ungewohnt. An manchen Stellen stimmen die Farben nicht so ganz überein. Also da wird dann von der roten Achse zum Beispiel ausgegangen, aber da man die Teile hier ja eh aussortiert vor sich liegen hat, sieht man recht schnell, es gibt keine roten Stangen, also nimmt man eine schwarze Stange, das ist kein Ding. Ja, das findet man schnell raus, man fuchst sich da schnell rein. Die Bauanleitung an sich ist, der ist auch leicht zu folgen, es gibt aber zwei, drei Stellen, wo ich sage, das wäre schon praktisch, wenn man ein bisschen Erfahrung mitbringt. Das wäre schon hilfreich.
Aber alles in allem ist es ein grundsolides Teil. Wir haben eine Bauanleitung, der man gut folgen kann. Wir haben gute Teile und der Rest ist Geschmackssache. Mir gefällt's. Und vor allem ist doch schön, wenn man aus dem Senna endlich mal ein B-Modell bauen kann und das für lau, weil es einer so nett anbietet wie Necmodiva. Necmodiva, ach, es ist ein komischer Name, so ein Zungenbrecher irgendwie. Necmodiva, ich weiß es nicht. Jedenfalls, cool, gefällt mir. Ich kann nichts daran meckern. Ganz im Gegenteil. Und damit gehen wir auch schnurstracks zum Fazit. Also jeder, der das Senna hat und noch mehr draus machen möchte, dem empfehle ich dringend, das auszuprobieren. Den Senna auseinanderzunehmen bei den paar Teilen ist wirklich kein Hexenwerk. Ist schnell gemacht. Perfekte Größe für sowas. Und dann erholt ihr euch die Anleitung für Flau und habt eine neue Verwendung dafür. Cool. Und ich habe noch was gesehen. Das kostet dann allerdings, aber da werde ich aus dem Ding noch einen kleinen Oldtimer machen. Da hat auch noch jemand einen schönen Mog gebaut. Und noch was anderes. Überraschung. Jedenfalls bin ich froh, dass ich bis jetzt schon das zweite Modell aus dem Senna-Vorlage machen konnte und empfehle es jedem anderen, es auch zu tun. Also. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, viel Spaß beim Bauen. Bis zum nächsten Video. Bye bye.